Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch heute meinen thematischen Monatsrückblick Mai 2019 zeigen. Das waren wieder sehr unterschiedliche Themen, die ich belesen habe. Einige der Bücher habe ich auch schon in getrennten Videos vorgestellt. Da verlinke ich euch die Rezension, falls euch da eine genauere Analyse interessiert. Ich beginne mit den Norwegern, die mich durch den Mai begleitet haben. Das war einmal Mona Høvdings Was helfen könnte. Das ist das Debüt der Autorin aus dem Jahre 2004. Wir folgen hier einer jungen Frau namens Laura, die sehr früh ihre Mutter durch einen Suizid verloren hat und sie versucht einfach ihren Platz in der Welt zu finden und sich an alles klammert, was ihr so über den Weg läuft. Ihr Vater bringt ihr leider sehr wenig Liebe gegenüber, auch ihr Bruder zieht irgendwann weg und ist fort, alles verändert sich um sie herum und es begleiten sie aber melancholische Gedanken, depressive Gedanken und sie überlegt die ganze Zeit, ob sie ihrer Mutter nicht folgen soll. Sie romantisiert den Suizid der Mutter auch absolut und kann sich davon nicht lossagen, da schöne Gedanken drum zu haben, aber sie vermisst diese Mutter eben auch und weiß, dass sie irgendwas im Leben haben muss, um sich davon abzulenken. Ein großer Teil des Buches wird dann die Porträtierung von Lauras Bisexualität, also sie hat erst eine Beziehung zu einer Frau, dann zu einem Mann und sie weiß nicht so genau, wo sie das so richtig hinführt, welche Position sie da einnehmen soll, ob sie diese Menschen nur attraktiv findet oder ob sie mit denen auch eine Beziehung eingehen möchte. Das ist für sie irgendwie schwierig herauszufinden, weil sie einfach keine anderen menschlichen Beziehungen, die etwas gesünder waren, davor geführt hat. Und für sie ist dadurch das ganze Leben erschwert und wir begleiten sie eben eine Zeit lang durch ihr Leben. Insgesamt bin ich Laura sehr, sehr gerne gefolgt und ich konnte auch verstehen, warum das Werk unter anderem mit Sylvia Plaths Glasglocke verglichen wird. Da gibt es sehr, sehr viele Momente, die doch an dieses ältere Werk aus den 60er Jahren erinnert. Aber Mona Høvring hat mich von ihrer Sprache einfach nicht überzeugt. Es ist doch alles sehr, sehr einfach gehalten. Es wird auch keine komplett stringente Romanhandlung erzählt, sondern es werden immer wieder so einzelne Phasen aus Lauras Leben gezeigt und daraus musste ich dann ein Gesamtbild erschließen. Und das hätte man durchaus, glaube ich, noch ein bisschen konkretisieren können. Man hätte auch noch viel mehr erzählen können. Dadurch bleibt Laura, wie ich finde, so ein bisschen blass und immer so diese traurige Person, die eben nichts in ihrem Leben so richtig erreicht und nichts findet, was sie zufriedenstellt. Und auch der Aspekt der Sexualität war einfach nicht so ganz meins, was die Darstellungsweise und das Vokabular anging. Den zweiten Norweger, den ich im Mai gelesen habe, das war Jo Nesbøs Macbeth. Das ist eine Shakespeare-Adaption aus dem sogenannten Hogarth-Shakespeare-Projekt. Das müsste auch das allerletzte sein und ich glaube, es ist auch das allerdickste Werk mit über 600 Seiten. Lustigerweise, wenn man darauf schaut, dass Macbeth eigentlich das kürzeste Shakespeare-Stück ist, was existiert. Hier versucht Jo Nesbø das Königsmilieu von Macbeth des schottischen Mittelalters so ein bisschen in modernere Polizeimilieu, aber eher so der 60er, 70er Jahre zu verorten. Das gelingt an vielen Stellen sehr, sehr gut. Man findet die bekannten Namen und auch die Orte wieder, die uns aus dem Original Macbeth-Stoff von Shakespeare bekannt sind. Allerdings wird das eben in eine sehr, sehr, sehr moderne Art und Weise überführt. Wir haben es mit einem Drogenmilieu zu tun, wir haben zwei konkurrierende Banden, die irgendwie miteinander in Streit treten. Dann werden die Prophezeiungen, die auch Macbeth erfährt, auf eine sehr merkwürdige Art und Weise und vor allem durch, ich glaube, Prostituierte übermittelt. Es lief nicht ganz so konform und der Stoff, der war nicht so 100% gut eingearbeitet, aber insgesamt hat mich das Buch wirklich gut unterhalten über seine 600 Seiten. Dadurch hat es natürlich auch unfassbare Längen, weil Jo Nesbø versucht, jedem Charakter irgendwie eine besondere Szene zu geben, die Morde und auch die ganzen Ereignisse besonders spektakulär zu machen. Aber wenn man den Macbeth-Stoff kennt, auch wenn man das Werk nur einmal gesehen oder gelesen hat, dann weiß man einfach, wer stirbt, an welcher Stelle, durch wen. Und dadurch ist ein Thriller einfach sehr unspannend, wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft. Also, was die Spannung angeht, die war für mich eigentlich komplett raus aus dem Thriller und das sollte doch eigentlich das Wichtigste sein, dachte ich. Und Jo Nesbøs Sprache ist sehr einfach gehalten. Also da ist jetzt kein poetischer Anklang, sondern es geht immer irgendwie um taffe Männer, um heiße Frauen und Menschen, die irgendwie versuchen, in ihrem Leben klarzukommen, eigentlich aber total abgewrackt sind und wenn ihnen irgendwelche Drogen angeboten werden, sofort wieder dahin zurückgehen. Also Macbeth ist da auch irgendwie so ein ganz schwacher Charakter. Ich weiß nicht, irgendwie hat der mich am allerwenigsten überzeugt. Da gab es Charaktere, die irgendwie rationaler und besser gehandelt haben. Aber was macht man nicht alles im Angesicht der Macht? Bedingte Empfehlung dafür und mit dem Hogarth Shakespeare Projekt bin ich, glaube ich, jetzt auch endgültig durch. Das zweite Thema, was meinen Lesemonat Mai ein wenig bestimmt hat, war das Thema Osteuropa. Und zwar habe ich einen alten Russen gelesen, das war Boris Paplavskis Apol Besobrazov. Auch darüber habe ich ein extra Video gedreht. Hier folgen wir einem jungen Mann namens Wasenka, der aus Russland geflüchtet ist und sich jetzt mit vielen anderen Exilrussen in Paris zurechtfinden muss. Und dadurch, dass die Menschen eigentlich in ziemlicher Armut leben und von den Franzosen nicht so richtig akzeptiert und wahrgenommen werden, leben sie eben in Armut und versuchen sich aber
aber trotzdem ein möglichst schönes und vor allem von hedonistischen Bedürfnissen erfülltes Leben zu schaffen und suchen viele Ablenkungen. Und dann tritt in Wasenkas Leben eben Apoll Besobrasow, der schon so einen mystischen, aber auch ambivalenten Namen trägt. Wir erfahren wenig über Apoll Besobrasow, wo er eigentlich herkommt, was mit ihm ist, warum er vielleicht auch aus Russland geflüchtet ist, aber er wird so eine Figur, zu der alle aufsehen, an die sich viele klammern können, weil sie in ihm etwas sehen, was sie in ihrem eigenen Leben eben nicht haben. Und das ist irgendwie eine noch größere Art der Ablenkung. Also Apoll Besobrasow steckt voller merkwürdiger Ideen. Er weiß immer, wo es den nächsten Rausch und die nächste Party gibt. Und er führt die Menschen mehr oder weniger mit sich. Und ist aber eigentlich der, der am meisten gequält wird von den Gedanken, wozu er noch leben soll. Er ist auch sehr intelligent, also er liest sehr viel. Es wird sehr viel an Literatur und Naturwissenschaften, philosophischen Gedanken hier mit eingebracht, was ich sehr, sehr großartig fand. Gleichzeitig merken wir aber, dass Vasya ja immer kritischer wird, Apoll Besobrasow gegenüber, weil der anfängt, sehr merkwürdige Ideen zu entwickeln und ein sehr merkwürdiges Lebenskonzept. Und da reißt er dann eben auch so ein paar unschuldige Figuren mit rein und das kann Vasya nicht so richtig ertragen und merkt, dass er eine immer feindlichere Sicht auf ihn entwickelt. Aber wie ich finde, Vasya ist so die perfekte, etwas naive Figur am Anfang, die es einfach schafft, so eine große Person zu entmystifizieren und das auch einfach auf eine grandiose Art und Weise, auch sprachlich einfach genial. Also wenn ich ein Buch in diesem Jahr zu meinem sprachlichen Highlight erklären müsste, ich glaube, dann wäre es aktuell Apoll Besobrasow. Das hat mich wirklich sehr überzeugt und ich bin einfach froh, dass einem solche Stoffe zugänglich gemacht werden durch solche engagierten Verlage wie den Gogolz Verlag. Der andere Osteuropäer, der mich durch den Mai begleitet hat, war Stepan Twardow mit seinem Roman Morphin. Das war mal ein Geburtstagsgeschenk von Literaturlärm, ich glaube, im Jahre 2017. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, es zu lesen und hatte auch eine wunderbare Zuseherin und Mitleserin. Vielen Dank nochmal, dass du das mit mir durchgestanden hast. Ich glaube, ihr hat der Roman etwas besser gefallen. Ich hatte kleinere Probleme damit, aber insgesamt war es doch ein Buch, was mich sehr überzeugt hat von dem Autor. Und zwar geht es hier um einen Mann, der sich im Warschau des Jahres 1939 wiederfindet. Das ist Konstantin Willemann. Der sieht nach der Niederlage Warschaus gegen die Deutschen eben nur noch eine vergewaltigte Stadt und versucht sich zurechtzufinden. Das größte Problem an seinem Leben ist eigentlich seine Identität. Er hat einen deutschen Vater und eine polnische Mutter und jetzt im Krieg zwischen diesen beiden Nationen ist er völlig hin und her gerissen und weiß nicht, wohin er sich wenden soll. Er hat eigentlich auch eine sehr fürsorgliche Frau und auch einen jungen Sohn, für den er sterben würde. Gleichzeitig, und Morphin ist da schon ein wunderbarer Titel, ist ja vollkommen erlegen der Morphinsucht, der Alkoholsucht. Also wir befinden uns auch immer konstant in irgendwelchen Rauschsituationen. Sein Vater hat eine Besonderheit, er wurde nämlich im Krieg verkrüppelt. Also Verschiedenstes an seinem Körper ist irgendwie abhanden gekommen, unter anderem auch seine Männlichkeit. Und ich habe das Gefühl gehabt, diese fehlende oder abhanden gekommene Männlichkeit des Vaters wird durch Konstantins völlig übertriebenen Sexualtrieb nochmal kompensiert. Also man findet ihn ständig bei einer bestimmten Prostituierten vor und das wird in massivst vielen Szenen beschrieben, was sie da gerade tun und wie sie sich davor noch mit Alkohol und Morphin berauschen. Und dass er eigentlich versucht, von Morphin wegzukommen, damit beginnt der Roman. Aber gleichzeitig wissen wir, dass er so ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist. Und ich hatte bei diesem Roman tatsächlich erwartet, weil hier eben eine historische Perspektive aufgeworfen wird, dass Konstantin irgendwas Großem beteiligt ist, was dann für Deutschland und Polen wichtig wird. Er wird auch in irgendwie so eine Untergrundwiderstandszelle mit hineingebracht. Aber das Buch entwickelte sich mehr und mehr zu einer Charakterstudie und das hatte ich so gar nicht erwartet. Deswegen habe ich mich immer über lange Teile gefragt, wohin geht es denn jetzt? Was wird denn jetzt diese große Aktion, an der alle arbeiten? Und das war gar nicht das Wichtige an dem Roman. Wir sollten einfach nur Konstantins Verfall und seine Problematik mit Identität und sowas mitbekommen. Und ich war irgendwie konstant 500 Seiten voll auf dem Holzweg und dachte mir so, jetzt sind noch 50 Seiten da, jetzt muss doch mal was passieren. Ja, nein. Es ging einfach nur um den Niedergang dieser Figur und ja, ich habe es etwas spät begriffen, deswegen sind mir, glaube ich, ein paar Sachen entgangen oder ich habe ein paar Sachen etwas schlechter aufgefasst, aber insgesamt fand ich das Buch großartig. Also ich habe lange kein Buch gelesen, wo Drogen so eine zentrale Rolle spielten, was mich nicht angeödet hätte. Ganz im Gegenteil. Konstantin war so eine krass verwirrende, merkwürdige Figur, die gleichzeitig aber auch faszinierend war, dass ich ihr gern gefolgt bin und insgesamt würde ich den Roman auf jeden Fall empfehlen. Die dritte Gruppe des thematischen Lesens umfasst zwei Lektüren, die sich mit LGBTQ-Lebensgeschichten befassen. Eines davon war sogar Unilektüre, und zwar Niviaq Korneliussens Nuuk ohne Filter. Das ist das Werk einer grönländischen Dichterin, was auch sowohl auf Dänisch als auch auf Grönländisch erschienen ist und eben auch eine deutsche Übersetzung erfahren hat. Hier geht es um fünf junge Menschen, die nicht heterosexuell sind und versuchen damit in ihrem Leben klarzukommen. Und während es einigen sehr gut gelingt und sie wissen, ich bin eben homosexuell, ich mag eben Frauen oder ich mag eben Männer, sind die anderen an völlig unterschiedlichen Punkten
Punkten, ja, ihrem Coming Out, würde ich sagen. Also auch sich selbst gegenüber einzugestehen, dass sie eben nicht in so eine ganz normale heterosexuelle Norm passen, sondern anders sind. Und durch ihre Freunde ist das eigentlich alles so ein bisschen abgesichert, denn sie akzeptieren sie so, wie sie sind. Aber ihre Familien sind das Problematische, die das nicht akzeptieren. Und sie selbst sind manchmal das Problem, weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht homosexuell sind. Also das trifft vor allem die eine männliche Figur, die hier auftaucht. Und wir haben es auch mit einer Transperson zu tun, die versucht eben zu beschreiben, dass sie sich schon als junger Mensch nicht so gefühlt hat, wie es vielleicht dem Geschlecht entsprechend sein sollte, dem biologischen, sondern sich schon immer für andere Dinge interessiert hat und dann gemerkt hat, oh, ich bin als Frau, mag ich eigentlich Frauen, vielleicht bin ich lesbisch, und die dann aber irgendwann feststellt, nein, ich bin gar nicht homosexuell, sondern Transgender. So viel ich diesem Buch zugute halten kann, was das Repräsentative angeht auf dem LGBTQ-Spektrum, umso schlimmer fand ich es, was die Sprache angeht, denn theoretisch dreht sich eigentlich auch alles in dem Leben dieser Figur nur um Sex und mit wem und wann und zu welcher Uhrzeit und auf welcher Party und wer mit wem, und das ist auf 150 Seiten und dann auch noch durch so eine merkwürdige, mit sehr vielen englischen Phrasen durchmischte Jugendsprache nicht so schön gewesen zu lesen. Mir hat ehrlich gesagt der Austausch in der Universität sehr geholfen, das, dem Buch wenigstens ein bisschen was abzugewinnen, vor allem was den Aspekt Grönland postkolonial angeht. Wenn Grönland war ja eine Kolonie von Dänemark und hat auch heutzutage noch mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, vielleicht nicht mit denselben wie andere ehemalige Kolonien von, weiß ich, Spanien oder anderen Ländern, aber man merkt eben, dass hier Themen aufkommen wie Alkoholismus und Kindesmissbrauch, was große Probleme sind, die in Grönland einfach vorherrschend sind, worüber es auch immer wieder Dokumentationen gibt. Ich habe aber das Gefühl, dass die Autorin das nicht so richtig in die Tiefe gehen lässt. Dafür kann ich euch das zweite Buch, das in diesem Bereich LGBTQ fällt, was ich gelesen habe, sehr empfehlen. Und zwar geht es um Charlotte von Mahlsdorf, Ich bin meine eigene Frau. Mit diesem Buch verbindet mich eine Besonderheit. Mahlsdorf ist nämlich ein Ostberliner Randbezirk, und in dem bin ich groß geworden und in dem lebe ich auch immer noch. Und Charlotte von Mahlsdorf ist mir schon als Kind ein Begriff gewesen, und ich habe mich immer gefragt, wer ist das überhaupt? Und ich habe erst so nach und nach verstanden, dass das eine Transfrau ist. Also sie eben eine Frau sein möchte und auch so leben möchte. Allerdings ist dieses Buch, ich glaube, in den 90ern geschrieben worden, und dadurch ist bestimmtes Vokabular, glaube ich, noch nicht ausgeprägt, und es gibt bestimmte Dinge, die Charlotte von Mahlsdorf einfach nicht als wirklich schlimm wahrnimmt, was heutzutage gegenüber Transpersonen wahrscheinlich etwas respektloser wäre. Unter anderem hat sie kein Problem damit, unter ihrem Klarnamen geführt zu werden, also unter dem männlichen Geburtsnamen. Der steht zum Beispiel auch auf ihrem Grabstein. In einer freien Minute, die ich hatte, bin ich auch mal zu ihrer Grabstelle hier in Mahlsdorf gefahren und habe mir das angeschaut, und da steht eben der ganz normale Name, auch wenn man auf dem Gutshof ist, steht dort ein Schild, und da ist der Klarname genannt, zusammen mit Charlotte von Mahlsdorf, dem Namen, den sie dann selbst gewählt hat. Und was aber das Besondere an diesem Werk ist, finde ich, dass sie sehr gut beschreibt, wie es ist, als Transperson im Nazi-Deutschland aufzuwachsen, dann auch später in der DDR, verschiedenen Repressionen zu unterliegen. Und sie ist dann aber auch maßgeblich daran beteiligt, die Schwulen- und Lesben-Szene in Berlin aufzubauen, beziehungsweise diesen Menschen Orte zu bieten, wo sie sicher sein können, sich unterhalten können und auch mit Freunden zusammentreffen können. Und allein, wenn man liest, was ihr alles widerfahren ist, finde ich es umso erstaunlicher, dass sie trotz des tyrannischen Vaters, der die ganze Familie misshandelt hat, trotzdem so ein positiver Mensch geworden ist. Also es spricht überhaupt kein Hass und keine Ablehnung, und ich bin einfach so froh, aus einem Bezirk zu stammen, die so eine bedeutende Persönlichkeit ihr eigen nennen kann. Und Charlotte von Mahlsdorf hat vor allem für eine große Sache hier im Bezirk gesorgt. Sie hat nämlich ein Museum eröffnet, das sogenannte Gründerzeitmuseum. Und das ist eine wunderschöne Sammlung von Gründerzeitmöbeln und verschiedensten Musikmaschinen, die eben zu einer ganz bestimmten Epoche in Deutschland hergestellt wurden, und die wurden aber irgendwann einfach, ja, aussortiert, es wurde weggeschmissen, und sie hat das ganz eifrig gesammelt und hat teilweise aus gesamtem Berlin das zusammengetragen, und das ist so eine bewundernswerte Aufgabe. Ich hatte auch das Glück, schon in diesem Museum zu sein, ich habe dort auch einen Film über sie gesehen, deswegen war mir in dem Werk gar nicht so viel neu. Es dreht sich auch ein geraumer Teil dieses Buches um ihre Sexualität, aber mir war davon schon sehr viel bewusst. Charlotte von Mahlsdorf hat sich selber als schwulen Transvestiten bezeichnet, ich glaube, diese Begrifflichkeit würde man heutzutage vielleicht nicht mehr wählen, hat aber eben gesagt, ich habe eben männliche Genitalien, ich bin homosexuell, ich stehe auf Männer. Sie ist auch durchaus Befürworterin von SM-Praktiken gewesen, hat auch eher den Kontakt zu älteren Männern gesucht, hatte damit gar kein Problem und war einfach allen Menschen, die so ein bisschen die Außenstehenden in der Gesellschaft waren, immer eine sehr große Stütze. Also hat sich auch für Prostituierte eingesetzt, für Menschen mit Behinderung und andere Menschen auf dem LGBTQ-Spektrum, und dafür ist sie einfach eine bewundernswerte Figur, und ich bin froh, Charlotte von Mahlsdorf dieses Jahr einfach noch mehr kennengelernt zu haben, weil sie einfach
einfach so maßgeblich mit meinem Heimatbezirk verknüpft ist. Am Ende möchte ich nur ganz kurz noch ein Buch erwähnen, das ich dieses Jahr unbewusst als Reread eingeschoben habe, also als eine nochmalige Lektüre. Und zwar ist das Sylvia Plaths Glasglocke gewesen. Sarah von Bookmarkt hatte Anfang Mai eine Leserunde dazu organisiert und da sind wirklich viele Menschen zusammengekommen, die auch diskutiert haben über das Buch. Und ich muss sagen, mich hat die Lektüre beim zweiten Lesen etwas ernüchtert. Ich hatte das Buch, glaube ich, 2015 gelesen und jetzt im Laufe der Zeit habe ich auch ihre Tagebücher gelesen, auch ihre Biografie, ihre Gedichte und unter der Berücksichtigung ihrer Biografie ist dieses Werk einfach noch schlimmer und noch grausamer und es tut mir einfach so leid, was diese Frau erlebt hat. Gleichzeitig hat sie aber gefühlt alle psychologische, psychiatrische Behandlung abgelehnt und hat ihr gesamtes Umfeld mit ihren negativen Gedanken mit hinabgezogen. Sie hat sich nicht helfen lassen und das ist, glaube ich, für viele Menschen dann sehr, sehr unverständlich, warum eine Figur oder eine Person das nicht tut. Und auch Esther Greenwood ist hier an einer Stelle in ihrem Leben, an der sie merkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht und ich müsste jetzt eigentlich glücklich sein. Ich habe ein geniales Praktikum abbekommen bei einer Zeitschrift, zu der ich schon immer mal wollte, aber ich bin nicht dieses typische Mädchen. Ich bemerke die Doppelmoral in der Gesellschaft. Ich kann mich nicht ausleben. Ich habe einen etwas ausgeprägteren Sexualtrieb, den ich auch nicht ausleben kann und all das zerrt an dieser Figur. Aber anstatt sie das irgendwie vernünftig reflektiert und versucht, einen sinnvollen Ausweg zu finden, der wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren einfach nicht möglich ist, ruiniert sie einfach ihr gesamtes Leben. Also man hat irgendwann das Gefühl, es geht einfach nur noch abwärts. Es kann nur diese Destruktion geben. Und auch wenn man auf Sylvia Plaths Leben und vor allem ihr Ende, ihren Suizid kurz nach Erscheinen dieses Buches schaut, dann weiß man einfach, wie diese Frau gelitten hat. Und das tut mir auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite lese ich aber alles jetzt so viel kritischer, was sie angeht, weil sie eben auch keine mustergültige Person war und vieles vom Leben gedacht hat, was so einfach nicht stimmen konnte, gerade was so das Schriftstellertum anging. Und dadurch ist für mich die Glasglocke nicht mehr so der berauschendste und beste Roman, den ich je gelesen habe. Das war es auch bei der ersten Lektüre nicht. Ich dachte mir immer so, es ist halt ein leicht zu lesender Klassiker, den man, glaube ich, ganz gut für den Einstieg empfehlen kann. Aber jetzt, wo ich Klassiker erfahrener bin, reißt mich das nicht mehr so vom Hocker, was ich hier lese. Und ich glaube, ich habe auch zum Thema Frauenbewegung und Situation der Frauen in den 50er, 60er Jahren mittlerweile sehr viel mehr gelesen, als dass mich das hier noch wirklich beeindrucken könnte. Aber insgesamt möchte ich von dem Buch gar nicht abraten. Ich verlinke euch da gerne mal meine Rezension von 2015 und auch mein Klassiker-Video zu Tabuthemen. Da habe ich das ein bisschen porträtiert und hat es mir auch noch deutlich besser gefallen. Aber die erneute Lektüre hat eher für etwas Ernüchterung gesorgt. Das war insgesamt mein Lesemonat Mai 2019 etwas thematisch gebündelt vorgestellt. 7 Bücher, die mich auf unterschiedlichste Art und Weise begeistert haben. Wenn ihr zu den Büchern etwas loswerden wollt, zu den Autoren oder mir etwas anderes mitteilen wollt, dann tut das gerne in den Kommentaren kund und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!